Einen schönen guten Abend und willkommen zurück bei Blair Witch. Ja, wir sind wie immer im Wald mit Bullet und unserer Videokamera und suchen immer noch den vermissten Peter. Was hat er denn? Hallo, Bullet ist doch hier. Muss nicht verrückt werden. Was gefunden? Bullet, was hast du gefunden? Komm schon. Good boy. Fein. So. See if I can find something, buddy. Oh, er hat was. Nee, doch nicht. Nothing, eh? Okay, ihm geht zwar die Pumpe, aber wir gehen trotzdem mal weiter. Jetzt geht die Pumpe nicht mehr. Peter! Ja, was denn? Jetzt hat er was. Was hast du da? Sag her. This again. Achso. Premissler. Ich bleib aber mal lieber auf dem Weg. Sonst verirre ich mich nur wieder. Immerhin ist es jetzt noch einigermaßen hell. Wir wissen ja, wie dunkel es wird, wenn es richtig Nacht ist. Bitte was? Ja, was denn? Warum ist da dieser Truck gerade einfach aus dem Nichts verschwunden? Fuck. Yeah. We need to find another way. Ach, die Strudel hier. Wie üblich er sich auch überhaupt nicht mehr wundert. Wo ist er? Ach, da. Ja, was willst du denn schon wieder? Bullet. Is that a railroad track? Nah. Let's see where it leads. Sommel Camp A. Zu Sommel kommen wir nicht, weil da die Wirbel sind, dann müssen wir halt zu Camp A. Immerhin hier mal ein Anhaltspunkt. Hey! Achso, ich dachte, er hat irgendwas. Was für irgendwas? Irgendwas hat er entdeckt, glaube ich. Bullet, search! Na, jetzt hier nicht markieren. Such mal. Okay, dann halt nicht. Wenn ich noch wüsste, wie ich die Sprachnachrichten abhören kann. Das ist eine Eisenbahnbrücke.
Gott! Erschreck mich doch nicht so. Würde mich nicht wundern, wenn ihr gleich hinzukommt. Railcard. Come on, buddy. Power switch, wake lever, a lever, forward, backward. Alles klar, ich verstanden. An. Vorwärts. Vollgas. So kommen wir zur Sägemühle, Bullet. Das Ding fährt langsamer als wir laufen. War doch eben noch nicht so. Come on, buddy. Ach so, wir müssen da lang. I didn't know there was a locking operation out here. Stop giving up permits in the 60s. This is ancient. Das war doch hier eben noch nicht, ey. Locked. Natürlich. Was hast du da? Eine Kassette. Die Maschine. Alright, here we go. Now, it's pretty basic, actually. First, need to ignite it, like this. Mhm. Alright, then, now the donkey will begin to pull. Okay, so pay attention to the pressure. You need to keep the needle in the green zone by turning this valve right here. Now, once you're done, you put the fire out and you close the pipes. I left you some notes here in case you run into any trouble, okay? Ja, danke. Alles Bescheid. Danke fürs Zuhören. Dampfbetriebenes Hilfsaggregat. Tappy East Creek Holzunternehmen. Black Hills Forest. Frederick County, Maryland. Dampfpfeife, Sicherheitsventil, Druckmesser, Druck, Regelventil, Feuerkammer. Idri, wir haben gerade eine neue Lieferung erhalten. Komm zum Wartungsschuppen und hol die Teile ab, die du haben wolltest. Robert. Alles klar, Robert. Arcadius. Das ist wohl besagte Maschine. Ah, the steam's escaping. Pressure's not gonna build up. It's a valve, but the handle's missing. Ja, doof. We need to close the valve somehow. How the hell did they get here? Boys. Ja, wir haben auch gar kein Feuerzeug, oder?
Wagen. Ich fahre mal ein bisschen rückwärts. Ja. Let's go, Bullet. Wir stellen die Weiche. Hier konnte ich mir noch was angucken gerade. Too heavy to push aside. Ach so, dafür muss die Maschine aktiviert werden. Okay, verstehe. Um da weiterzukommen, müssen wir, glaube ich, erstmal zu... Wo geht's denn eigentlich hin? Zu Camp B. Okay. Dann gehen wir mal einen Vorwärtsgang ein. Und volle Kraft voraus. Alter! Fuck! Ein bisschen Gänsehaut. Das sieht doch wie neu aus hier. Wir sind beim Wartungsschuppen. Steam Donkey Camp B. Steam Donkey Camp A. Formel. Tappy East Creek Holzunternehmen. Inventar des Wartungsschuppens. Stand 26. Juni 53. Okay. Robert, bestell noch mehr Ventile. Lager B hat das letzte für ihr Hilfsaggregat verwendet. Und Stan. Also. We won't be getting in through here. Ja, danke Alice für den hilfreichen Kommentar. God, I'm so sorry. Sergius. Oder Sergius. Go get it, boy. One down, one to go. Ah, okay. Sehr schön.
Dann zurück zum Schienenwagen. Weg! Okay, das war's jetzt mal wieder. Ja, Bullet, ich habe auch Angst. Was knackt denn da? Immer gut, wenn man nachts unheimlich Geräusche im Wald hört. Sowieso immer gut, wenn man überhaupt nachts im Wald rumläuft. Der Ort hier war eben nicht schon gruselig genug. Dann lässt man die Glühbirne halt platzen. Fuses, go figure. Is missing. Maybe they had some worst case scenario. We go in blind. Genau. Hier liegt bestimmt irgendwo eine Sicherung rum. Psychologisches Gutachten. Hintergründige Zusammenfassung und Grund für die Zuweisung. Patient wurde von seinen Eltern aufgrund von extremen Panikattacken, Schlaflosigkeit und Schlafwandel als Folge eines traumatischen Erlebnisses zugewiesen. Ich empfehle 3 therapeutische Sitzungen pro Woche. Während eines einleitenden Gesprächs konnte ich folgende Erkenntnisse erringen. Der Patient verweigert aktiv jegliche Erinnerungen an das Ereignis. Seit dem Trauma ist er von lebhaften Albträumen geplagt. Offenbar eine Art verarbeitende Reaktion des Körpers. Er legt hinsichtlich des Ereignisses emotionale Abgestumpftheit, irrationale Aggressivität sowie Verfremdung an den Tag. Er macht generell einen sehr nervösen Gesamteindruck, was möglicherweise auf eine bisher nicht genau diagnostizierte Angstneurose zurückzuführen ist. Da geht's wohl um uns. Einen guten Alice.
Bullet. Such doch mal die Sicherung. Hast du es? Hast du es gefunden? Ich glaub's ja nicht. Well, hello there. Ein guter Junge. Endlich bist du mal nützlich. Schon besser. Viel besser. Warum muss dieser Wald nur so stockfinster sein? See if there's anything to salvage. This should do it. Ja, Wunderbärchen. Genau das haben wir doch gesucht. Als ich die Kamera dieses alten Narren an mich nahm, war sie voll sinnlosem Geplapper. Doch ich sah es. Ich erkannte ihr wahres Potenzial. Mit ihr kann ich in die Dunkelheit blicken und die Monster sehen, ohne selbst gesehen zu werden. Mit ihr kann ich Dinge sehen, die meinem bloßen Auge entgehen. Und ich kann mit ihr auf Dinge zurückblicken, die ich bereits getan habe. Sie lässt nicht zu, dass ich meine Taten jemals vergesse. Eigentlich was, wenn ich ihn streiche? Aren't you a handsome boy? Was ist denn da? Ich komme da auch selber rein. Weißt du? Okay, seek. Oder ist da was? Da was? You got nothing? Nee. Ich hab mich jetzt auch gewundert. Okay, wir wollen zurück zu unserem Schienenwagen. Maschine zum Gang und dann kommen wir zum Sägewerk. So einfach ist es.
Von Segeberg bei Segeberg. Bitte fahren, meine Damen und Herren. Geschafft. Wir halten direkt wieder richtig an. That's our stop, buddy. So, die Maschine. Das müssen wir gleich benutzen. Und jetzt? Dann müssen wir es doch schon jetzt benutzen. Muss man nochmal die Anleitung durchlesen. The maintenance shed looks promising, and maybe there's some spare parts left. Da brauchen wir wirklich noch ein Feuerzeug. Ich würde sagen, das finden wir raus in der nächsten Folge. Blair Witch, schaltet dann wieder ein. Mein Name ist Tom und bis dann.